So, huhu, da bin ich wieder. Und zwar muss ich euch jetzt mal was zeigen. Ich filme das auch mit zwei Kameras, weil die eine den einen Kanal noch gucke und die andere den anderen Kanal. Na, also filme ich beides mit, also zusammen halt. So, weiß ich, ne, weil das ist ja blöd, wenn ich beides, also, ach Mensch, Nummer dann filmen muss. Ne? Ist jetzt ein bisschen chaotisch hier, ne? Aber meine Güte, ne? Ist halt also immer so, ne? Ich verrate nicht, wo ich heute war, kurz, ne? Ich hatte die Telefonnummer nicht mehr gefunden und da bin ich einfach persönlich vorbeigefahren. Ich sah nicht, wo ich war, ne? Aber wer mich kennt, weiß, wo ich war. Es ist heute Sonntag, ne? Ich habe gedacht, ich fahre einfach mal hin, ne? Weil ich habe Bücher gebraucht, ne? Nämlich die ganze Mädels mit ihrer scheiß Schank-Journal, tralala, und all deine tralala, was weiß ich, wie der ganze Müll da heißt, ne? Haben mich praktisch so ein bisschen angestochen, ne? Also ich habe doch richtig Lust drauf, das auch zu machen, ne? Jetzt habe ich gedacht, ich muss alte Bücher haben, ne? Aber, ja, ich habe halt keine alte Bücher. Da war ich dann einfach dorthin, wo ich jetzt nicht verrate, wo ich hin wollte. Ja, wenn ich einfach nicht verrate darf. Oh, ich kann schon, aber ne, mein Gott, ne, man muss das dir nicht sagen. Ne? Ich meine, die Leute, die mich kennen, wissen, wo ich war. Ne? Guck mal, wie schön, ne? Da hatte ich sogar noch Gemälde drauf. Also, die Person hat mir dann einen ganzen Arm voll Bücher getrickt. Ne? Ich hatte wirklich komplett, ne? Also richtig. Ich glaube, warte mal, wie viele Bücher sind es? Ah, 20 sind es dicke, ne? Da war auch das Dorfbuch dabei, ne? Ist es nicht putzig? Guck mal, wie schön das ist. Also, ja, also, ich, ne, da habe ich zum Holly gesagt, Tischte, eigentlich gesagt, so ein Buch kann ich jetzt nicht kaputt machen, ne? Das ist schon immer so was, ne, wo ich denke, wirklich, ne? Jetzt hast du da der Scheiß doch echt geheult, ne, was ich zerstöre, und jetzt kannst du das Buch nicht kaputt machen, ne? Also, das dort zumindest jetzt mal nicht, ne? Und das ist so schön schon benutzt, ne? So schön verranzt, so jetzt, ne? Finde ich super toll, ne? Ja, das war das eine Schätzchen. Dann habe ich noch gerade im Vorbeigehen zwei Stempel dort gefunden. Ne? Einer Datumstempel. Also ich muss das jetzt irgendwie machen, dass ich das beides sehe. Also einer Datumstempel und einer Bezahlstempel. Moment. So. Genau. Habe ich natürlich auch direkt gekrapscht mitgeholt, ne? Wenn man schon mal gerade da durchgeht, dann muss man natürlich, ne? So, dann hat man noch das Ponybuch da gerne, ne? Aber da ich ja kein Fan von Pferden so bin, also das wird schon mal als erstes gerupft, ne? Weil die Seiten sind auch schön vergilbt. Also da auf der anderen Kamera sieht man das besser, dass das schön vergilbt ist. Also zumindest so, wie ich es jetzt hier durchsehe, ne? Kann auch Sinn, dass man bei beide gut sieht, ne? Ja. Das Buch, ne? Also da habe ich dann auch keine Hemmung für das bisschen kleine Metzle, ne? Wie gesagt, bei dem Pipi-Buch sieht es anders aus, ne? Dann habe ich, das sind ein Haufen andere Bücher dabei, da habe ich dann mehr Klebeband aus dem Action gesucht, ne? Weil die sind halb am Auseinanderfälle und habe es dann auch Gott sei Dank gefunden, ohne weitere bauliche Maßnahmen zu ergreifen, ne? Umbaumaßnahme, ne? Vor das Band zu suchen, ne? Weil ja, ihr kennt mich ja in- und auswendig, ihr wisst ja. So, komm, ich zeige euch das da jetzt. Dann war das da dabei. Ein riesiger Dingen. Warte, ich muss das irgendwie ein bisschen drehen, dass ihr das alle richtig seht. Warte. Huch, fällt da noch drunter. So, warte, dann mache ich das da so hin und das da so. Sehen wir jetzt alle gar alles? Na, ich hoffe. So. Ne? So. Da sind dann. Oh, upsa, sorry. Tut sich nochmal fänge. Ja. Das sind dann. Ach Gott, das ist also schon zerstört, sage ich jetzt mal. Ne? Also das war so, ne? Also da hat. Da ist so ein Plastikding. Ne, das mal so. Aufmachen kann. Da war dann die Sache da drin. Die zeige ich euch gleich noch. So, und dann war noch Moment, da dazwischen durch. Der Atlas-Ding da, Kinderatlas, ne?
war dann da drin so, so Heft, ne? So mehr oder weniger, ne? Das ist ein gerichtetes Buch, sage ich jetzt mal, ne? Und das sind auch schön Papier drin, ne? Die Landkarte und alles, ne? Das gefällt mir so richtig gut. Ja. Ah, das sind die Felder, glaube ich, wo man die Aufkleber nachher reinkleben kann, denke ich mal. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ne? Cool, oder? Also da freue ich mich jetzt mal richtig drauf, ne? Ich denke, dass ich da eventuell so, so Traveler, Journal, Dings, Bums, was weiß ich, Gerimpel da draus mache, weil da sind ja schöne Landkarte drauf. Ich bin im Sport. So. Oh, hallo mal. Krass, ne? Genau. Das da. Und dann war. Warte, ich schieb das doch gerade nochmal da drin. Dann waren die Da-Sache noch dabei. Warte mal, so. Muss ich mich ein bisschen schief setzen? Ja, so Reisepass. Cool, ne? Ja, kann man dann auch Sachen noch drin kleben oder was weiß ich. Und einfach nachher irgendwo eine Tasche hier reinsteche, ne, weil das bleibt ja nicht so, ne? Aber das war hier an der Seite an dem Plastikding dort drin. Dann war die Ansichtskarte dort drin. Kanada. Grüße aus Kanada und der Arktis. USA, Mexiko und der Karibik. Ja, ne, das sind dann so Postkarte praktisch, ne? Also auf der Rückseite, da sind die so als Postkarte gemacht. China, Nordostasien. Ja. Genau, toll, ne? Finde ich super. Dann sind das doch alles Aufkleber. Finde ich ja richtig toll, wie das gemacht ist. Ne? Also da steht dann drunter, was das ist, ne? Und auf welcher Seite das ist. Ne? Na, jetzt gleich dann so rum. Ja. Na. So. Es ist komisch, ne? Dass das noch nicht benutzt dort ist. Ne? Ich meine, Kinder, ich meine, so wie das Album, also der Atlas so ausgesehen hat, scheint da ja schon benutzt gewesen zu sein. Ne? Aber normalerweise, ne, tun doch Kinder sämtliche Aufkleber, ne, verklebe und mache und tun, ne, aber das war jetzt hier wohl nicht der Fall, ne. Ach, guck mal, das da sieht doch mal so schön aus, oder Eisberg. Toll, oh Gott, wie schön. Da, guck mal. Schön, ne. Zuckerhut, Regenwald, Weinberge, Eisbrecher. Super, ey. So, und da sind dann die ganze Flagge. Das ist auch nicht schlecht, ne? So, nochmal. Eine Libanon-Zeder. Aha. Dann die Dorsache. Und Griechenland. Die griechische Fahne habe ich mal mit meinem Ex-Mann ein Gesicht maulen. Scheint es auch irgendwie hinkriegt. Irgendwie, ne? Das war dann nicht schön, aber selten. Wie war denn das? Das war, glaube ich, an irgendeiner Fußball. Irgendwas. Keine Ahnung. Schon zu lange her. Ja. Na, also, da hat mich am meisten fasziniert, wie ich das Buch da aufgemacht habe. Also ausgepackt haben und mir angeguckt haben, ne, fand ich das ja so Hammer. Ne? Wie gesagt, ich habe mal kein Rot nicht gewusst. Ich wollte unbedingt Bücher haben, die ich zerstören kann, ne, wo ich was draus machen kann. Und ja. Und dann habe ich mir da hinfahren. Natürlich mit allen Schutzmaßnahmen, ist ja klar. Ne? Also ich bin ja nicht total durchgeknallt. Ne? Da dann Hans und die Bohnenranke. Das nicht ganz im Bild, das sind große, ne? Also, ups, das sind große. Ne? Da habe ich mal schon gedacht, guck mal, da sieht so schön aus, ne? Wenn man das ausschneidet und irgendwo so rinnen klebt, ne? Guck
Guck mal, Vögel. Ich kriege es nicht ganz rein, das ist einfach zu groß. Ne? Ja. Aber cool, oder? Jetzt am Suppe-Dippe. Im Suppentopf. Naja, ne, also, ja. 1986 ist das Buch verschenkt worden. Ne? Dementsprechend sieht es auch aus. Ne? Also, so cool, ne? Total verranzt, ne? Alles schon ab. Ja. Ne? Da ist noch die Schöne und das Biest. Ja. Das sind also lauter so Märsche, ja. Dann habe ich hier noch die Kuh. Ich aufpasse, dass ich mir jetzt nicht umfalle. Oh mein Gott. Oh. Dann die goldene Gans. Das hässliche Entchen. Dann, ach, Zauberwelt der Märchen. Da habe ich dann zum Holly gesagt, da kann ich mal so durchgeblättert. Ist er das? Ach, guck mal. Ne, also, ne, also ihr seht schon, die Bücher da sind benutzt worden. Ne? Super finde ich das hier. Ne? Ist er das da? Nee, dat, ach nee, das ist nicht das, das ist das andere. Genau, das ist das andere. Ne? Aber guck mal, wie schön, ne? Muss ich mal gucken, wie ich das auch mache, ne? Ja. Das da. Ne, also das da ist ja jetzt schon super, ne? Da müsste ich mir jetzt überlegen, wie ich das so mache, dass ich die Seite da retten kann, ne? Also dass das da, da, huch, ne? Aber da gibt es ja genug, wo da Videos drüber mache, ne? Da muss ich mir die Sachen mal angucken, ne? Weil das da wäre jetzt toll, ne? Also das wäre jetzt so für so, Elfe oder Fee oder was weiß ich, ne? Buch doch optimal, ne? Und der Dollar noch, ne? Finde ich so toll. Ja. Dann haben wir hier noch, also die sind aber ein bisschen neuer. Naja, das ist auf der Erde, das wohl öfters benutzt wird. Da haben wir Disney-Bücher, Schneewittchen, Ariel und Grimms Märchen. Oder das, ja. Das Grimms Märchen ist schon ein bisschen mitgenommen, ne? Das ist benutzt dort, ne? Das finde ich auch richtig cool, ne? Guckt euch mal an. Ja, ich denke, wenn man die Papiere da, ne? So, richtig in Szene setzt, ne? Und macht und tut, dann sieht das richtig toll aus, ne? Ja. Ich könnte ja auch da ein bisschen herstellen, oder? Ups, so, dann wird das ja. Ich habe nur Angst, dass es umfällt. Da kriege ich halt auch noch her. Nee, ne? Das ist ja egal, das ist hoch genug. So. Dann habe ich hier noch ein großes Rapunzel. Ne? Also, ach, schon mitgenommen, sage ich jetzt mal. Na, guck mal, der Turm zum Beispiel, ne? Wenn man so ein großes Buch macht. Ich weiß jetzt nicht, ne? Ich muss mir die Sache doch mal genauer reinziehen, ne? Also, ich gucke die immer so oberflächlich, die Videos, ne? Ich muss mal die mal genauer angucken, ne, wie man das am besten so macht, ne? Dass man da etwas Cooles rauskriegt, ne? Dann noch der Riese, der selbstsüchtige Riese. Das Buch, also das kenne ich jetzt nicht. Das müsste ich eventuell mal lesen, ne? Boah, aber die Rieche, die haben irgendwo, ne, die seht da, sind sie auch noch dreckig so, ne? Also die Rieche jetzt ein bisschen, ne? Aber ist egal. Ist wurscht. Dann haben wir das Dorbuch noch. Ach, guck mal, der kleine Drache und seine Freunde. Eine lustige Tiergeschichte. Ja. Cool. Ja. Na, also da ist genug Material, sage ich jetzt mal. Wenn es nicht das Material ist, dann ist es auf jeden Fall die Buch... Dinger, ne, die Buchrücken, Buch, tralala, wie auch immer man das nennt. Ja, dann das da. Das da ist das, wo ich im Heilige Zeit habe. Ich habe so eins in Rot, aber dicker, ne? Und jetzt zeige ich euch mal, wo ich als Kind immer dran geblieben bin. Das da hatte ich mir immer noch mal angeguckt, ne? Das da, also Frühling, Sommer, Herbst und Winter, ne? Das habe ich mir immer noch mal angeguckt.
Sieht man das richtig? Moment, ich schaue da mal ein bisschen rüber. Ich schaue jetzt nicht so hoch. Nee. Moment, ich hab's gleich. Kann ich nur um Stunden handeln. Ach nee, das muss ich ja so machen. Ich ochs. Ist dann zu hoch, ne? Das macht ein bisschen tiefer. So. Dann mache ich das jetzt zu. Aha. Geht das jetzt so? Jawohl. Da zeige ich euch jetzt mal, ne? Was mir am besten, also wie gesagt, da ist nicht mein Buch, ne? Also, aber das ist genauso wie das Buch, was ich habe, ne? Wo ist es dann? Die Figuren, wie die gemalt sind, ne? Das ist mir doch direkt aufgefallen, als ich gesagt, Holly, das Buch ist meins. Weißt du, was das da sagt? Ja, gell, das ist das rote Buch. Aha, wenn ich gedacht, guck an, ne? Das hat sich die Bücher auch mal angeguckt ohne mich, ne? Warte mal, da zeige ich euch jetzt noch was, was mir immer so im Gedächtnis geblieben ist, ne? Wo ich dann doch gehuckt habe und haben ja die Bücher, also die Bilder stundenlang angeguckt, ne? Wo ist denn das jetzt? Das dort zum Beispiel, ne, wo ich gedacht habe, guck mal da, die sind im Doppelbett, ne, guck mal, wie schön, die Kinder noch Sprache und alles, ne? Und was noch schöner war, war das da. Das da. Das da habe ich mir stundenlang angeguckt, ne? Wo ich das so toll gefunden habe, ne? Die haben alle gar geschlafen. Und der hat das Feuer gemacht. Der kleinste. Ja. So toll. Ja. Die ganze Bilder da, ne, mit der Saf. Das weiß ich noch genau. Ups, wo ist denn da? Ich komme nicht hin. Hat. So, da oben das. Das sind dann auch so Sachen, ne, wo ich denke, ah ja, du hast das Buch hier selber und jetzt kannst du dort raus eventuell mal gucken, ne? Mal gucken, weiß ich jetzt nicht, ne, was ich da damit mache, Kind, ne? Gut, die Bilder will ich mal auf jeden Fall aufheben, ne, was die Schrift und so, ne? Mal gucken. Dann wollte ich immer so jackern. Ich habe mir die Jacke immer angeguckt und habe immer gedacht, guck mal, wie schön die Jacke ist, ne? Die weiße Anorak-Küche. Ja. Ja. Das war das. Und dann haben wir hier noch, Polly hat gesagt, jetzt ist die alte bald durch, ne? Das hat es natürlich nicht gesagt, aber dann habe ich es mal angesehen, ne? Der Bussi-Bär. Guckst mal, kennt den noch jemand? Ich habe als kleines Kind, ne? Habe ich immer Bussi-Bär-Heftchen gekriegt, ne? Da gibt es wie Mickey Maus-Heftchen, Bussi-Bär-Heftchen. Und da habe ich Bussi-Bär-Heftchen gekriegt. Oh, wie süß! Ich habe mich ja so gefreut. Wie gesagt, ich habe nicht gesehen, weil die mir da alles auf den Arm drauf geschmissen hat. Ne? Guck mal. Mann, wie toll. Ich finde, da ist direkt so Kindheitserinnerungen, ne? Wo da hochkommen sind, ne? Wow, echt so toll. Schau mal da, ach, nochmal mit Landkarte und so, ne? Awesome. Toll. Ach, die großen Teile da, ne, die kann man auch wollen für irgendwas, ne? Ja, das Buch ist auch benutzt, was so wie es aussieht. Ja. Genau, also dort draus, ne, wie gesagt, das Buch ist jetzt ja auch mal so schade, ne? Muss ich jetzt echt sagen, das nervt mich jetzt richtig, ne? Da hätte ich so mal gesagt, jetzt guck dir das doch mal an, ne? Ich bin doch zu dumm, das ist schon. Flugzeug, Fluss, Feuer, Feuerwehr, wie krass, ne? Guck mal, da kennt man sich jetzt zum Beispiel, ne? Kennt man sich zum Beispiel die einzelnen Wörter ausschneiden, ne? Und wenn man sie für irgendwas braucht, ne, kann man sie einsetzen, so jetzt, ne? Zum Beispiel für irgendeinen Satz, ne? Ja, keine Ahnung. Das ist ja richtig cool.
Ja. So toll. Ach Gott, ey, die Leitmänner, ich schätze nicht mehr all, ey. Aber ich finde das doch richtig toll. Ja. Genau. Das war das, was ich euch jetzt noch zeigen wollte. Ich glaube, im Anschluss mache ich gerade noch mehr Action Hall. Das muss ich euch alles auch noch zeigen, dass ich nicht ganz vergesse. Ja. Cool. So cool. Ich bin ja so hart von stolz, ne? Guck mal. Ne? Die kann man ja für irgend so Album holen. Kann man die ausschneiden, ne? Kann man die, weißt du, so zum Beispiel so ein Kochbuch oder so Rezept, was weiß ich, Halter oder wie auch immer, ne? Ha. Oh mein Gott. Der Heiko hat gedacht, ich hätte mir eine Tasse im Schrank. Guck mal, da habe ich von der Louise Heinzel hab ich, mit den Pinguinen dort gekauft. Ne? So cool, kann man zum Beispiel da verwursten, ne? Sag ich jetzt mal. Ne? So zusätzlich noch. Krass, krass. Ja, cool. Da. Ja, ich weiß, das nervt jetzt, ne? Guck mal, R wie dat Rebecca. So cool. Ja. Ach, guck mal, hä? Eine kleine Robbe. Genau, so. Jetzt haben wir es gleich. Hey, ich bin ja schon lange aufgehört, ne? Aber ich finde das so faszinierend. Guck mal, das Haus da zum Beispiel. Ne? Ach Gott, wie toll. Das ist auch so schön, ne? Der Sonnenbogen, Lummer. So geht's so auf, so, dann wandert sie da rüber und dann geht sie da runter. Cool, ne? Das gucke ich mal jetzt mit euch erst richtig an, ne? Ich habe das Buch so rausgekramt und denke, ach, guck mal da so. Sache, ne, Uhren und der ganze Gerümpel da, weißt, was man sich normalerweise auch kaufen kann, also als PDF-Datei und so Scheißdreck, ne? Guck mal, kann man hier auch, ne, ausschneiden. Je nachdem, für was man halt braucht, ne? Cool. Guck mal, da, Bastelidee. Ha. Ja. Ich bin Schmied, ich habe doch vorhin nicht geschlafen. Oh, das nervt mich so, ne? Ja, ich habe mich im Mittagsschlaf gemacht. Schön. Ganz toll. Oh, Zebras. Was sind wir denn da? Nee. Schön, ne? Ja, da gibt es auch noch Unterschied. Zebraarten genau der Anordnung der schwarzen Streifen unterschieden. Krass, ne? Hat das jemand gewusst? Ich nicht. Ich habe mich für sowas vorher nie interessiert, so in der Schule und so, ne? Hat mich nicht interessiert und in mein allgemeinen Wissen war es nicht dabei. Aber sicher, jetzt weiß ich es. Bin ich 48 und jetzt weiß ich, dass man die Zebras an der schwarzen Streife erkennt. Wie Usa Zebrastreife, die erkennt man an der weißen Streife, ne? So, das war's schon. Das war, das eine ist noch so Janosch und das andere ist noch Englischbuch. Ne? Also ich habe praktisch komplett alles mitgekriegt, was du gelernt hast. Ne? Ja. Ich finde es total toll und ich gucke, was ich mit der. Guck mal, wie verranzt die schon sind. Da bin ich ja so da. So, zum zweiten Geburtstag. Geschenkt zum zweiten Geburtstag hat das Kind gekriegt. Cool, ne? Dass doch jemand dazu drin geschrieben hat, ne? Schon krass. Das ist eigentlich, ne? Das ist ja eigentlich so Geschichte, sage ich jetzt immer, ne? Das kannst du eigentlich ja nicht vernichten, so jetzt, ne?
Aber ich mach's, ey, wirklich. Da war ich das schließlich geholt. Ich kann mir hier nicht hier noch 1000 Bücher hinlegen, wo ich nicht zerfetze, ne? Wo dann auch da leihe, nur weil ich hier die Geschichte bewahren will, ne? Ich meine, die Leute, die Ware, die haben sie ja nicht bewahrt. Die haben sie ja einfach weg, ne? Dorthin, wo ich sie dann abholen war, ne? Gut, ich zeige euch jetzt gleich noch, was ich im Action kauft habe. Mit Click und Collect bestellt. Der größte Teil. Gut, ich wünsche euch jetzt noch das Übliche. Bleibe ja gesund, ne? Ich will hier nicht hören, dass einer krank wird, weil er sich nicht benimmt. Nee, aber das kann ja auch so passieren, ne? Ich meine, da muss man jetzt hier nicht. Da muss man sich jetzt nicht wirklich viel anstrengen, ne? Vorsicht, mit dem Virus da anzustechen. Ich wünsche euch trotzdem alles Gute und pass auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich die Scheiße da auskriege. Aha, aus.